Was geht ab? Hier ist euer Jack und ja, ihr seht richtig, ein Black Ops 3 Gameplay und ihr dürft auf jeden Fall freuen, ich habe noch mehr Black Ops 3 Gameplay. Warum ich euch das erst jetzt zeige und nicht während der Beta lief, ganz einfach, ihr wart beschäftigt mit der Black Ops 3 Beta selber. Also ihr habt selber gespielt, das heißt, ich brauche euch nicht nochmal zeigen, wie das Spiel aussieht. Und ich dachte mir, hey, komm, pass auf, zwischen Beta und Release ist ja noch so viel Zeit und ihr habt bestimmt Bock auf Black Ops 3, so wie ich Bock habe auf Black Ops 3. Deswegen zeige ich euch in der Zwischenzeit bis zum Release, um es ein bisschen erträglicher zu machen, was ich so in der Beta mir gespielt habe. Es sind nicht die heftigsten Gameplay, ich bin nicht auf Nuklear gegangen oder sowas, ich bin nur auf den Sieg gegangen und wollte einfach nur Spaß haben, das vorweg. Deswegen will ich auch sterben, oh mein Gott, wie tragisch. Aber nichtsdestotrotz, was ich euch hier bringen werde mit den nächsten Videos ist, ich dachte mir so, ich mache das, was ich mal vor 3 Jahren gemacht habe. Und ihr kennt mich, ich mache normalerweise Guides, ich erkläre euch Sachen, welche Waffe ist gut und welche ist nicht gut, anhand der Stats und so weiter und so weiter. Könnte ich jetzt auch machen, zum Beispiel hier zu Man of War, ich finde die Waffe super. Aber ich dachte mir, nein, ich mache mal das, was ich vor 3 Jahren wie schon erwähnt mache. Oder gemacht habe, und zwar, ich mache mal ein Commentary. Ich mache ein Commentary zu ein paar Themen, die ihr entweder ihr bringen könnt, ganz wichtig, ihr könnt diese Themen jetzt unten posten, über die ich dann für euch diskutiere mit meinem Wissen. Oder ich packe mir einfach Themen aus meinem Leben und erzähle euch mal so, was Phase ist. Denn ich bin schon ein alter Sack, sagen manche, und dementsprechend habe ich vielleicht die ein oder andere Story für euch auf Lager. Und aktuell zum Beispiel das Thema, was jetzt mich persönlich ein bisschen bewegt ist, wie einige wissen, ich habe studiert, ich habe meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik gemacht, bin auch extrem stolz drauf, finde ich extrem nice. Und ja, mache meinen Master gerade in der Informatik. Ja, ich bin so ein richtiger Informatik-Geek hier, so Professor. Und ja, ich habe jetzt meine letzte Hausarbeit geschrieben, muss noch mal kurz Korrektur lesen, aber dann geht die weg. Und das ist sozusagen meine letzte Note, die ich mir hole für mein Masterstudium, muss nur noch die Masterarbeit schreiben. Und jetzt ist so ein Punkt in meinem Leben gekommen, wo ich mir dachte, oh shit, Dick, du musst echt jetzt irgendwas ändern in deinem Leben. Ich meine, ihr müsst euch so vorstellen, ich werde eine Masterarbeit schreiben. Dann während die Masterarbeit korrigiert wird, werde ich mir einen Job suchen, mich bewerben und arbeiten gehen. Das heißt, ich werde dann von Montag bis Freitag, sage ich jetzt mal, von früh bis spät beschäftigt sein. Und am Abend komme ich nach Hause, denke mir, wow, was mache ich jetzt? Okay, duschen, essen und dann vielleicht Fernsehen gucken, Film oder vielleicht auch ein bisschen zocken? Weiß ich noch nicht. So, und ihr müsst euch so vorstellen, das ist so ein richtiger Cut in meinem Leben, weil es ist so ungefähr... ihr müsst euch vorstellen, Studentenleben ist schon richtig geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mein Studentenleben genossen, denn ich hatte vielleicht Glück, ich konnte mir auch ein bisschen den Freiraum nehmen, dass ich sage, okay, ich gehe nicht zur Uni. Also ich bin zur Uni gegangen, aber ich bin nicht immer gegangen. Ich war auch manchmal einfach nur zu Hause, hab gechillt, vor allem wenn neue Games gekommen sind, hier so Black Call of Duty Release. Ja, da wussten meine Kollegen in der Uni, wussten ganz genau, der kommt nicht, der kommt die nächsten 7 Tage nicht mehr. Das ist kein Problem, das ist halt alles halb so wild. Und das wird sich jetzt auf jeden Fall ändern und das tut mir in letzter Zeit extrem viel Kopfschmerzen bereiten. Vielleicht habt ihr einen oder anderen Tipp, wie man am besten damit klarkommt. Und zwar ist es halt, ihr müsst euch so vorstellen, ich freue mich wirklich, dass dein Studium endlich fertig ist. Es ist so, du arbeitest so viele Jahre darauf hin, hast endlich einen Abschluss und dann feierst du das. Also sagst du, yes, ich habe es geschafft, endlich kann ich arbeiten gehen und ich will auch einen geilen Job haben. Und ich habe mich auch bemüht, dass alles passt. Und ja, jetzt hat man das geschafft und das ist eigentlich ganz geil. Das Problem ist nur, die Freiheit ist weg, also diese ultimative Freiheit. Denn wenn du arbeiten gehst, hast du Verpflichtungen. Und wenn ich mir überlege, es gab Tage, das müsst ihr euch mal vorstellen, als Student, was man so machen kann, ja. Du stehst auf, es ist zum Beispiel 7 Uhr oder 6.30 Uhr. Du stehst auf, du wachst auf und denkst dir so, oh shit, Digga, heute nicht. Und mit heute nicht meine ich so, ich gehe heute nicht in die Uni. Und das heißt nicht, dass ich sage so, ja, hier voll der Zuckerfreak abgehangen und so. Wir haben immer so, ja, heute nicht, ich hab Bock irgendwie auf, wenn ich ehrlich bin, ja, lass doch was mit den Kollegen machen. Dann hat man sich zusammengeschrieben und gesagt, pass auf Jungs, heute keine Uni, lass uns 10 Uhr in der Stadt treffen, ein bisschen chillen, was an Eis essen im Sommer, dann vielleicht noch schön zusammen essen gehen, ein bisschen da chillen, ein bisschen Autos cruisen, die Stars, alles mögliche. Und es war cool, man konnte aufstehen und entscheiden, was ich mit dem heutigen Tag beginnen möchte. Das war zum Beispiel einer dieser Luxusfaktoren, die man hat. Kurzer Szenenwechsel. Sagen wir mal, man arbeitet. Das ist vorbei. Du stehst auf um 6.30 Uhr und denkst dir, oh shit, Digga, ich hab keinen Bock. Deine Kollegen haben vielleicht auch keinen Bock. Aber es ist egal, wenn du dir diese Gedanken hast, gehst du langsam in die Dusche, dusch dich, ziehst dich an, setzt dich ins Auto und fährst zur Arbeit. Und das von Tag zu Tag zu Tag. Das ist wahrscheinlich einer dieser Punkte, die ich ein bisschen vermissen werde, weil wenn man sagt, hey, die letzten Jahre konnte man leben, wie man wollte, in Anführungsstrichen. Und das ist ja wirklich so, als Student
Klar, jeder Student ist da anders. Manche müssen da echt pauken ohne Ende, müssen da jeden Tag in die Uni gehen, müssen lernen ohne Ende. Verstehe ich, respektiere ich auch voll. Es gibt auch andere Leute, die können sagen, okay, ich chill das ganze Semester meine Eier und am Ende des Tages lerne ich 2 Wochen und schreibe meine 1 bis 3. Wow, es funktioniert auch. So ist das Leben. Es ist nicht immer fair. Merkt euch das, es ist nie fair. Und auf der anderen Seite, dann denke ich mir so, okay, pass auf, alles halb so wild. Das ist halt nur ein Punkt. Aber so, okay, dafür kriege ich auch Geld. Und das nicht zu knapp. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, der für aus Studentensicht so ziemlich, ja, so lebensverändernd ist. Als Student hat man ganz regulär Weihnachtsferien. Ganz normal, weil Weihnachten ist alles dicht, also hat man Weihnachtsferien 2 Wochen. Als Student hast du auch zu Ostern meistens so eine Woche frei, Pi mal Daumen. Es wird dann so kombiniert mit den Feiertagen in Deutschland und so. Gerade in Bayern ist sowieso extrem heavy alles. Gut. Das sind schon mal 3 Wochen ungefähr, die du safe frei hast. Vielleicht nehmen wir noch Pfingsten mit rein, dann ist es schon, vielleicht sagen wir mal 3,5 Wochen. So, und dann, jetzt kommt das Heftige, das müsst ihr euch mal die Zunge zergehen lassen. Ihr habt im Winter, also nach der Prüfungszeit im Winter, das ist meistens so Ende Januar, Anfang Februar, das ist die Prüfungszeit. Und dann hat er ungefähr ab Mitte Februar bis Mitte März frei, offiziell nichts zu tun, gar nichts. Das heißt, ihr steht auf und ihr wisst, ich habe nichts zu tun. Na klar, ich kann arbeiten gehen. Ich war arbeiten. Ich muss ehrlich sagen, ich war mein gesamtes Studium durchgehend arbeiten. Und es hat auch wirklich gut getan, weil du hast Geld, du kannst machen, du kannst mehr machen, du kannst dir Games holen, du kannst Ausflüge machen, du kannst Urlaub machen. Manche wissen, ich fahre ein BMW, das kostet auch ein bisschen. Und du kannst doch viel machen. Deswegen geht man dann meistens arbeiten. So. Und auf der anderen Seite hat man dann noch die Sommersemesterferien. Dann sagst du, ja, auch einen Monat? Oder dann sagst du, nee, kein Monat. 2 Monate. Ihr müsst euch vorstellen, bei mir offizieller Prüfungszeitraum ist der 31. Juni, Juli, Juli. So, das heißt komplett August, komplett September, frei, nichts. Wenn du die Prüfung, also deine letzte Prüfung bei unserer Uni, schon, sag mal, eine Woche vor dieser letzten Endfrist hast, dann hast du noch eine Woche Bonus frei. Es hat noch geiler. Und wenn man das jetzt alles so zusammenrechnet, Digga, Studenten haben Leben wie ein Gott. Ihr müsst vorstellen, 1 Monat im Winter, 2 Monate im Sommer, Weihnachten, Ostern, das sind dann ungefähr, ich will es nicht lügen, 4 Monate im Jahr, frei, von 12, 4 frei. Dann habt ihr noch 8 Monate, wo ihr ein bisschen ballern müsst, aber von diesen 8 Monaten unter uns, ganz ehrlich, die einzig heiße Phase ist die Prüfungszeit und kurz davor, weil du lernen musst. Und das ist aber für wirklich sehr hart, da hast du echt kein Leben mehr. Also, wie oft ich, da könnt ihr gerne unseren Lieder mal fragen auf der Hängerseite. Wie oft ich gesagt habe, so, du Henning, ich weiß, wir haben jetzt 17.000 Matches und wir müssen spielen und ihr braucht nicht unbedingt und okay, vielleicht nicht unbedingt brauchen, aber ich soll auf jeden Fall dabei sein. Dann könnt ihr auf jeden Fall denken, so, dass ich sage, hey, sorry, ich kann nicht. Weil du hast erstens so ein schlechtes Gewissen, du sitzt den ganzen Tag da, ballerst dir Wissen rein, ohne Ende und dann auf einmal sagst du so, ja, sorry, Lieder, ich kann einfach nicht, weil ich habe was zu tun, das ist wichtig. Ich fand es immer cool über die Jahre hinweg, ich meine, mein ganzes Studium bin ich der Hamburger Hänger, könnte man sagen. Und ich fand es immer cool, dass das halt bei uns so war, einfach, dass es akzeptiert worden ist. So von wegen, okay, Jack, du hast Prüfungszeit, kein Problem. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, schreib einfach WhatsApp, wenn du wieder am Start bist, dann bauen wir dich wieder mit ein und weiter geht's. Das fand ich immer sehr respektvoll. Auch dafür nochmal danke an das Team und an die Leadership. Und das muss man auch erstmal so sozusagen erleben. Und es war auch nie ein Grund für mich zu sagen, ja, ich muss aus dem Clan raus, ich kann in diesem E-Sport-Geschehen nicht mitwirken. Denn das ist immer nur so eine Phase gewesen. Und ja, aber ich hätte sogar, über die Zeit habe ich so was Lustiges gelernt. Und zwar habe ich das meinen eigenen Lernindikator genannt. Und zwar, wenn ich die ganze Zeit gepaukt habe, gelernt habe. Und es lief richtig gut. Also wirklich, ich lese das und ich weiß das und kann das alles auswendig. Und dann dachte ich mir so immer so am Abend, okay, belohnt sich mit einer Stunde COD. Dann habe ich mich hingesetzt und wenn ich gemerkt habe, dass ich so richtig rasiere, ja, ich bin kein Nuklearspieler oder irgend so ein Blödsinn. Nein, ich bin einfach so ein ganz normaler Competitive-Spieler, ich versuch's zumindest. Und wenn du auf einmal dann so die ganz hohen Streaks raus hast und du fragst dich selber, was ist hier los, dann wusste ich immer, okay, Digga, dein Gewissen ist rein, du hast gelernt, was geht und deswegen spielst du hier todesentspannt und hast keine Panik. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich ein bisschen gelernt habe, dann gezockt habe, ich habe richtig reingeschissen. Also, das ist nur bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist. Kann sein, dass sie auch bisschen das skrupellos sind und sagen, ganz ehrlich, Schule bringt nichts. Aber als Fazit noch, so am Ende gegen das Video, lohnt sich dann eigentlich noch studieren? Ja, nein, dies, das. Auf jeden Fall macht es, Leute. Das bringt auf jeden Fall todesviel. Auch wenn sich euer Leben zum Studienbeginn einmal 180 Grad dreht, ihr dann irgendwie 5-6 Jahre im Exil wohnt sozusagen. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Und danach sich das Leben nochmal um 360 Grad dreht und ihr auf einmal richtig gefordert werdet. Aber ich freue mich auf die Zeit. Es ist nur so, es ist halt,
ja, wie jeder Lebensumstand, der sich einfach ändert. Man hat ein bisschen Angst davor. Man denkt sich so, kann ich das noch tun, was ich gerne mache? Ich habe zum Beispiel, ich spiele neben COD unglaublich gerne Destiny. Und ich werde vielleicht auch ein oder andere Destiny-Video bringen zu Taken King auf jeden Fall. Mal schauen, lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Aber dann denke ich mir so, ja, das Leben ändert sich und da hat man immer Angst. Weil du weißt nicht so, wird das so bleiben? Was wird sich ändern? Wird was Gutes kommen? Wird was Gutes passieren? Und ich glaube, ich bin noch jung. Ich bin jetzt 26. Ich denke mal, ich habe noch mal ansatzweise überhaupt irgendwas Heftiges erlebt. Klar, Gamescom, auch mit euch, wenn ich euch getroffen habe. Das sind heftige Sachen. Aber ich kann mir vorstellen, dass später im Leben noch viel, viel verrücktere Sachen passieren, noch viel, viel heftigere Sachen. Und deswegen, man muss, ich glaube, im Endeffekt muss man sich einfach mit der Welt gehen lassen. Ich kann mir mal erzählen, wie es bei euch war. Ich denke mal, hier gibt es bestimmt ein paar Zuschauer, die haben eine Ausbildung gemacht, also nach der Schule. Ausbildung, was ja auch meistens so ein bisschen Falilari ist bei meisten Ausbildungen. Aber dann, wenn es der richtige Job losgeht, sagen, du hast ausgelernt und dann gehst du arbeiten, dann ändert sich alles nochmal komplett. Und ich kann mal eure Erfahrungen schreiben. Würde mich wirklich persönlich interessieren. Ich lese auch immer alle Kommentare hier. Ich bewerte es auch. Ich kommentiere auch, wenn es gerne ist. Ich beantworte Sachen auf der Facebook-Seite. Denn ich weiß, ich bin nicht der allergrößte, nicht der allerheftigste YouTuber in COD. Aber das juckt mich nicht, denn ich habe euch, ich habe die Leute, die es angucken wollen, die es gerne sehen. Und auch dafür nochmal Respekt und Danke. Ich hoffe, das Gameplay gefällt euch hier auf jeden Fall nebenbei. Ja, ich habe ein bisschen geschwitzt. Das ist halt so, erste Runde, ich glaube, ich weiß gar nicht, welches Level ich war. Ich will nicht lügen, ich glaube Level 10 oder so. Ich war auf jeden Fall noch nicht weit. Ich habe die Beta sehr viel gespielt, als die rauskam. Habe ich instant, glaube ich, beim ersten Tag direkt auf Level 27 oder 28 hochgespielt, um diese M8 zu bekommen. Und leck mich am Arsch, ist das Ding OP. Aber egal, das können wir mal anders klären. Und letztendlich würde ich mich nochmal freuen, wie gesagt, schreibt eure Meinungen, eure Themen, die euch bewegen. Es ist egal, was für ein Thema, ich habe kein Tabuthema. Ich rede über alles. Denn ich habe hier nichts zu scheißen hier. Und postet einfach rein. Mich würde es freuen. In diesem Sinne, euer Jack. Peace. Outrider erledigt. Sie waren uns nicht gewachsen. Mission erfolgreich. Stärke und Sieg zählen.